Jetzt wird es gleich laut in der Halle. Ich glaube, wenn man einen Song hat, den man so mit den letzten Jahren Lokhalle und Rewe Junior Cup verbindet, dann doch eindeutig die Torhymne von Fulham. Sweet ja, Caroline. Ja, ich muss gestehen, ich habe ihn schon unter der Woche mitgesungen zu Hause. Ich weiß nicht mehr, vor ein paar Jahren fing der hier an, da haben sie die sich ausgesucht und noch nach dem Schluss, als sie alles rausgingen, hörte man im Göttinger Bahnhof noch laut die Gesänge von Sweet Caroline. Also wir dürfen uns auf Hallenfußball wieder freuen. Starten jetzt mit den beiden Mannschaften. Fulham FC gegen den ersten SC 1905 Heiligenstadt. Fulham immer starke Mannschaften dabei gehabt. Zwar noch nicht vergönnt bisher in den letzten Jahren, das Ganze hier zu gewinnen. Beste Resultat war zweimal das Finale, wie gesagt, im letzten Jahr und 2020. Insgesamt jetzt hier der 9. Turnierstart. 2010 bis 2017 waren sie schon hier. Und dann seit 2019 wieder. Sehr, sehr sympathische Mannschaft. Haben ja auch öfter mal hier einen der Offiziellen als Co-Kommentator im Stream. Und der 10. Turnierstart ist es bei Heiligenstadt. Bestes Resultat war 2016 und 2020 die Zwischenrunde. Mal gucken, was sie heute hier so reißen können. Heiligenstadt spielt ja Thüringenliga. Das ist so etwas wie die Niedersachsenliga bei uns. Also die höchste Spielklasse in der A-Jugend in Thüringen. Ich bin gespannt. Boah, da wäre fast schon gewesen der erste Treffer. Wie schätzt du die Chancen dieses Jahr für Fulham ein? Ist immer schwer zu sagen. Ich habe gerade überlegt, ich habe Fulham abgespeichert als eine Mannschaft mit sehr großen Spielern. Da würde ich dieses Jahr erstmal jetzt vom ersten Eindruck von abrücken. Also ich glaube, sie hatten sonst Spieler dabei, die mehr Körperlichkeit hatten. Aber das ist der erste Eindruck. Also Fulham ist immer mit zu rechnen. Die bereiten sich sehr akribisch hier auf das Turnier vor, haben da auch große Lust drauf. Na, und sie drücken ja auch schon ganz schön. Ich würde es ihnen gönnen, weil sie einfach wirklich die letzten Jahre hier wunderschönen Fußball gezeigt haben, es verstanden haben, das Publikum mitzunehmen und wirklich ja, für Euphorie und Furore gesorgt haben. Von daher, es wäre rein theoretisch mal dran. Und es gibt ganz viele andere Mannschaften, bei denen das auch so ist, die vor allen Dingen da auch ein ordentliches Wörtchen mitreden wollen. Ja, hier wäre vielleicht die Chance gewesen, sonst den Ball noch durchzulassen. Drei Nationalspieler mit dabei bei den Engländern. Da haben wir zum einen die Nummer 2, Bradley José Moniz de Jesus, portugiesischer U18-Nationalspieler. Und dann haben wir mit dabei die Nummer 5, Samuel Sema, das ist ein englischer U17-Nationalspieler, und Chibinwoko, England U18. Es ist ja das erste Spiel, ne? Manchmal ist so erstmal das Reinkommen, das Anlaufen, das Warmwerden. Mal gucken. 2,5 Minuten sind rum. Fulham schon ein paar Mal dem Tor der Heiligenstädtler sehr nahe gewesen. Und viel Ballbesitz. Ja, Heiligenstadt lässt sie kommen. Schön vom Keeper hier mitgespielt. Und sie kriegen den Ball nicht aus der eigenen Hälfte. Da ist immer ein Bein im Weg. Ja, die Nummer 9, die da jetzt gerade am Ball ist, der auch schon gerade ein, zweimal da gezaubert hat bei Fulham, war im letzten Jahr auch mit dabei, hat etliche Tore geschossen, das müsste es auch. Das ist Callum Osman, 2005er Jahrgang. Das Risiko, wenn man den Keeper rausnimmt, vorne den Ball verliert, es dann schnell geht, dann
hat sich schnell eingefangen. Ja, und dann vor allen Dingen nicht rechtzeitig umschaltet und zurückläuft. Sehen wir immer wieder Tore durch. Und da ist er drin. Tor. Fahad Ali Wahid ist es. Die Nummer 7 bei Heiligenstadt. Aber Zeit angehalten. Ist ausgeflogen. Er hat ihn tatsächlich gehalten. Ball ist ins Ausgegangen. Sah wie Tor aus. Sah wie Tor aus. Ja. Steht noch 0 zu 0. Dann bleibt es beim 0 zu 0. Wunderbar. 8 Minuten und 50 sind es noch auf der Uhr. Und jetzt mal wieder Chance für Heiligenstadt. Ich bin ja jetzt auch erst das zweite Mal beim Turnier, aber es ist mir letztes Mal schon aufgefallen, die englischen Mannschaften sind mit unglaublich robusten Spielern unterwegs. Ja, man hat auch so das Gefühl, dass da natürlich schon das, was man ja auch von der Premier League sagt, ne? Also dieses, naja, die bleiben halt nicht liegen, so wie man das bei italienischen Mannschaften manchmal mutmaßt. Und das siehst du hier auch. Also wahnsinniger Kampfgeist mit dabei, Einsatz, es wird hinterhergegangen. Haben natürlich auch ein ganz anderes System, was sie spielen. Das Training ist ein bisschen anders aufgebaut. Wahrscheinlich werden wir die nächsten Tage auch von Fulham wieder einen offiziellen hier haben. Ich habe gehört, dass Dee Hager mit dabei ist. War früher Leiter im Nachwuchszentrum, war schon ein paar Mal hier. Also können wir noch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Der kann natürlich auch noch ein bisschen mehr sagen. Boah. Zu seinen Jungs, die er mit dabei hat. Heiligenstadt macht das gut hier und die spielen auch robust. Also setzen gut den Körper mit ein. Jetzt ist er aber drin. 7 Minuten und 30. Und Achtung, es wird laut. Gordon war das. Nein, Callum Osman war das. Die 9 Euro. Ich hatte auf die 10 getippt. Dann geben wir es natürlich Callum. Erste Tor 1 zu 0. Ne, es ist die 10. Also das würde ich revidieren. Wird wahrscheinlich nochmal umgegeben. Also Lima Gordon 1 zu 0. Ich weiß gar nicht, ob man das da im Livestream so hört, wie die ganze Halle hier die Torhymne ja mitgrölt, kann man schon fast sagen. So viel Euphorie. Schon eine richtig gute Stimmung hier in der Göttinger Lokhalle. Absolut. Dafür ist sie auch da und es steigert sich ja von Spiel zu Spiel. Sechseinhalb Minuten noch. Noch alles drin hier für Heiligenstadt. Hatten ja schon, ich würde sagen, nur so zwei gute Chancen. Den einen Distanzschuss, als der zusätzliche Feldspieler weit draußen war. Ein bisschen mehr Glück, da ist er auch drin. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Gut, da ist er drin! Ausgleich! 1-2! Aktion hier gut gehalten und direkt wieder der Vorsprung hergestellt. Lima Gordon war das mit dem 2 zu 1. Hier nochmal gesehen, schön gemacht. Und dann ist es, und da ist der das zwischenzeitliche Unentschieden herstellt. Also 5 Minuten und 18, weiter geht's. Fulham ein Tor. Knapp 5 Minuten noch. Ausgetänzelt, drin ist er. Eiskalt. Solche Chancen lässt sich Fulham natürlich nicht nehmen. Damit 3 zu 1.
2:1. Also ich bitte zu entschuldigen, wenn ich hier teilweise falschen Namen sage. Ich glaube, dass Fulham die Trikotnummer nochmal geändert hat. Weil bei mir stehen hier welche drin, aber wenn ich es richtig gesehen habe, haben die auf dem Feld andere an. Also wenn ich die 10 sehe, die ein Tor macht und es wird mir den 9 angezeigt, scheint es dann noch einen Wechsel gegeben zu haben. Ich überprüfe das, ich gelobe Besserung und entschuldige mich bei allen, die mich hier fälschlicherweise ein Tor klaue. Es ist keine böse Absicht, bitte seht es uns nach. Oh, der klebt für mich am Ball jetzt, aber Heiligenstadt, ein bisschen Ruhe reinbringen. Der Spieler nach vorne. Und die Lücke jetzt suchen. Die Lücke in der Abwehr von Fulham. Foul. Ballbesitz Heiligenstadt. Und hier hinten kommt schon die nächste Mannschaft an, macht sich bereit für das Spiel danach. Der FC Brügge ist da, spielt gegen die JSG Eintracht Höbernsee. Das ist dann gleich das nächste Spiel, aber wir bleiben natürlich noch hier. 2 Minuten lang! Gar nicht schlecht. Aber so richtig das Mittel ist es noch nicht, der Distanzschuss. Ja, das hat man gleich nach dem Ausgleich gesehen. Da hat Fulham wieder einen Gang hochgeschaltet und da spielen sie natürlich auch ihre Überlegenheit jetzt aus. Auf kleinstem Raum, ne, den Ball behaupten. 1-2-Drehung. Ich habe vorhin schon einmal, ich habe das Gefühl, da klebt der Ball am Fuß geradezu. Und wir haben aber auch gesehen, dass Fulham, wenn sie denn den zusätzlichen Feldspieler mit dabei haben, sehr, sehr weit vorne sind. Das heißt, weit draußen aus dem Tor. Vorhin haben wir schon fast den Distanztreffer gesehen. Und jetzt lassen sie hier den Ball wieder wandern. Sucht auch die Lücke. Schnelle Drehung und der... Oh, wird doch nochmal gefährdet.